Wenn du dir einen eigenen Online-Shop aufbauen möchtest, dann ist dieses Video extrem wichtig für dich. Warum? Denn es geht um die allgemeinen Kosten, die du zur Seite haben solltest, wenn du dein eigenes Projekt, dein eigenes Unternehmen, deinen eigenen ersten Online-Shop starten willst. Freut mich, dass du zu diesem Video eingeschaltet hast. Mein Name ist Apo Svelli. Ich bin Online-Unternehmer seit geräumer Zeit, habe mittlerweile über 50 Leute hier und ich stand auch mal am Anfang und dachte mir, was sind denn die Kosten von einem eigenen Online-Shop? Ich habe es damals so gemacht, ich habe mir Kapital angespart und ich habe in Minen gearbeitet, ich habe Pizza ausgeliefert, ich habe den ganzen Spaß durchgemacht und mit einem gewissen Kapital bin ich dann Vollzeit in Online-Shops reingestartet. Das heißt, ich hatte gut 10.000 Euro auf Seite, habe keinen Vollzeitjob gebraucht zu dieser Zeit und ich weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, wir müssen Kosten kalkulieren, bevor wir mit diesem ganzen Projekt anfangen. Darum, willkommen zu diesem Video. Du kannst mich gerne auch auf Instagram abonnieren. Ich zeige dir vieles über den Unternehmeralltag mit Online-Shops. Du kannst mir auch gerne mal deine Nachricht zuschreiben. Sonst gehen wir jetzt direkt ins Video rein und kalkulieren die einzelnen Punkte, die notwendig sind und mit denen du rechnen musst. Wir fangen mit dem ersten Punkt an. Der erste Punkt ist nämlich essentiell. Du brauchst das. Es ist nämlich eine Shop-Plattform, auf der du den ganzen Spaß aufbaust. Und keine Sorge, früher hat es vielleicht um die paar tausend Euro gekostet, sich einen eigenen Shop zu kriegen. Als ich angefangen habe, war ich bei der genau selben Frage und dachte mir, okay, wie fange ich an? Mit welcher Shop-Plattform arbeite ich? Es gibt viele auf dem Markt. Eine, die sich seit Jahren bewährt hat, die heißt Shopify. So, Shopify hat eine monatliche Gebühr für einen Anfänger, also fürs Anfängerpaket von gerade einmal $30. Das heißt, für $30 deine Miete sozusagen, wenn man das mit dem lokalen Laden vergleicht, kannst du dir jeden Monat deinen Shop hosten. Und das ist das wichtigste Investment, diese $30 in deinen Shop. Gebe die $30 nicht auf, auch wenn mal härtere Monate kommen, brech dein Shopware-Abonnement nicht ab. Warum? Denn es zeigt, dass du einen Online-Shop hast und du arbeitest daran. Wenn du ihn einmal offline nimmst, ist es vorbei. In diesen $30 sind alle notwendigen Funktionen enthalten, sodass du mit deinem eigenen Shop anfangen kannst. Sei es jetzt von der Shop-Plattform, Shop-Design, von der ganzen IT-Technik, dass du Produkte integrieren kannst, Produkte verkaufen. Es gibt verschiedene Apps, sodass du Produkte integrieren kannst. Du kannst deine eigenen Produkte integrieren. Alles möglich. Aber das ist essentiell. Die ersten $30 in das ganze Grundgerüst. Du kannst unter marketdesigns.de/Shopify deinen ersten 14 Tage kostenlos testen. Das heißt, nach dem Video spring direkt mal auf Shopify und kreier dir erstmal einen kostenlosen Shop, dass du mal ein bisschen reinkommst in den ganzen Spaß. Am Ende vom Video werde ich noch ein Video, anderes Video empfehlen, in dem wir zusammen von A bis Z einen kompletten Online-Shop zusammen aufbauen. Geht um die 2 Stunden. So, der nächste Punkt ist der Punkt der Domain. Du hast bei Shopify bereits eine My-Shopify-Domain, das heißt zum Beispiel apostwelli.myshopify.com. Aber die Sache ist die, wenn du natürlich professioneller wirken willst, brauchst du deine erste Domain. Das heißt, apostoli.de wäre die Domain, die du dir dann zusichern müsstest. Diese Domain kostet, ist nicht teuer, vielleicht 1 Euro pro Monat. Also vielleicht 7 Euro Einrichtungsgebühr. Domains zu sichern ist nicht wirklich teuer. Ich persönlich habe über 300 Domains bereits gekauft. Wenn man mal eine gute Idee hat, sagt man sich, die Domain könnte ich mal gebrauchen für irgendwas. Dann sichert man sich die Domains, die sind nicht besonders teuer. Du kannst das Ganze machen 1 und 1. Geh einfach 1 und 1 Domain suchen. Da tippst du deine Domain ab, kaufst die, sicherst die und dann kannst du mit Shopify verbinden. Das heißt, wir haben nochmal eine monatliche Gebühr von 1 Euro. Soweit so gut. Dann hätten wir ja schon mal die Shop-Plattform, die eigene Domain. Die machen wir weiter mit den Rechtstexten, um abgesichert zu werden. Bei den Rechtstexten empfehle ich hier den Händlerbund. Ich bin zwar Händlerbund Affiliate, aber ich habe noch nie diesen Link richtig gebraucht. Darum geht einfach auf Händlerbund. Holt euch eure Rechtstexte, holt euch eure rechtliche Absicherung. Ist nicht sonderlich schwer. Du hast die ganzen Rechtstexte komplett vollständig dort integriert. Das Einzige, was du machen musst, ist wirklich deinen Namen eingeben, Adresse, den ganzen Spaß, was verkaufst du. Und dann bist du schon dadurch. Das heißt, das ist der nächste Kostenpunkt. Einfach deine Rechtstexte. Rechtstexte, ich weiß nicht genau, wie viel es kostet für einen Anfängerprogramm. Um die 30 Euro kannst du damit rechnen. Somit sind wir bei 61 Euro. So, und schon machen wir weiter mit dem nächsten Punkt. Jetzt geht es um die Feindynamik. Wir haben das ganze Grundgerüst bereits abgeschlossen. Es gibt verschiedene Apps, die sind sehr, sehr wertvoll für deinen Online-Shop. Sei es jetzt zum Beispiel Upsales, also Sales. Das ist einfach der Punkt bei Amazon. Dieses Produkt könnte dir auch gefallen. Diese App kosten ein wenig.
Das heißt, so eine App, vielleicht eine Bewertungs-App. Okay, was haben wir denn noch? Eine Rechnungs-App vielleicht. Und da habe ich das Ganze jetzt mal auf 50 € angesetzt. Da in diesen 50 € kannst du alles abdecken, was du möchtest. Viele Apps sind noch kostenlos. Die Sache ist, die bei kostenlosen Apps, dadurch, dass kein IT-Team dahinter sitzt und das Ganze weiter programmiert und die von nichts leben können, ja, sind diese Apps meistens auch nicht so gut. Das heißt, Apps, die was kosten, da sitzt ein IT-Team dahinter, man kann die ITler bezahlen und dadurch sind die Apps auch besser. Es gibt kostenlose Apps, keine Frage. Es gibt gute kostenlose Apps, keine Frage. Aber wenn man das Ganze unternehmerisch betrachtet, müssen diese kostenlosen Apps oder die Entwickler davon auch irgendwie leben. Und wenn sie kein Geld davon machen, dann machen die das nicht gut. So, das heißt, ich habe damit 50 € gerechnet, somit sind wir schon bei 111 €. Jetzt, vom Geschäftsmodell zu Geschäftsmodell unterschiedlich, je nachdem, was dein Geschäftsmodell ist. Wir gehen mal von Print on Demand aus, das Geschäftsmodell, was wir machen. Wir haben auch eine App, by the way, die Market Print Shopify App, in der du einfach Produkte integrieren kannst. Ich werde dir mal hier zeigen, wie es geht. Einfach Design auf ein Produkt veröffentlichen und verkaufen. Abhängig von dem Geschäftsmodell, was du machst, das wäre jetzt Print on Demand, bräuchtest du noch für Print on Demand jetzt spezifisch einen Mockup Generator. Okay, das heißt, dass du verschiedene Mockups kreieren kannst. Eine Person, die das Design anhat, ein Design, was du auf eine Tasse ziehst, einen schönen Hintergrund, je nachdem, was es ist. Und hier habe ich zwei verschiedene Möglichkeiten für dich. Einmal Placeit, kostet auch rund um die $30 im Monat, oder Canva.com. Mit Canva.com kannst du designen, also auch ist ein ähnliches Prinzip. Kannst du designen, aber im Print on Demand spezifisch würde ich jetzt erstmal, wenn du nur eine Prio hast, würde ich nur auf Placeit zugreifen und im weiteren Verlauf mir dann auch noch Canva besorgen, vielleicht für die Ads-Bilder, Werbeanzeigen-Bilder, dass du ein bisschen das automatisiert oder dass du ein bisschen leichter designen kannst. Sind schon ziemlich viele Vorlagen dafür gegeben. Okay, dann hätten wir diesen Punkt. Wenn du mal Stufe weitergehen möchtest, wir hätten Adobe, kostet roundabout auch 20 €. Da wäre Photoshop drin, da wäre Adobe Premiere Pro drinnen, da wäre der ganze Spaß drinnen, dass du professionellere Videos machen kannst, professionellere Fotos, Designs und die volle Palette. Kostet roundabout auch 20 €, ist jetzt aber am Anfang noch nicht essentiell. Habe ich es am Anfang gehabt? Ja. Denn ich habe am Anfang ein bisschen mit Mockups gespielt. Damals, als ich angefangen habe, hatte ich Placeit noch nicht und ich hatte nur Adobe und darum musste ich mir Photoshop eben runterladen und diese 20 € bezahlen. So, das wäre das ganze Grundgerüst. Weil wir natürlich im Print-on-Demand immer spezialisiert sind, gehen wir jetzt von den einmaligen Kosten aus. Das heißt, die einmaligen Kosten werden eventuell Designs kreieren, kostet zwischen 20, 15 bis 30 € für die ersten 5 Designs. Nimm das Ganze mal 5 und du hast hier deinen Betrag. Natürlich wirst du auch die ersten Designs, die ersten Produkte testen. Machst 30 € pro Produkt für einen Facebook-Test. Damit wärst du gut bei 300, 400 €. Eventuell brauchst du ein Mentoring, brauchst du ein Coaching, brauchst Training-Videos. Da kannst du auch nochmal ein gewisses Kapital zur Seite legen, entweder monatlich oder eben einen Vollzeitbetrag abbuchen. Habe ich auch am Anfang gemacht. Ich habe mir verschiedene Leute angeschaut, die Person, die mir am meisten gefallen hat. Da habe ich ein Coaching gebucht und da mit dem konnte ich einfach schneller lernen. Denn es gibt eine Sache Zeit, es gibt eine Sache Geld und Zeit ist manchmal wertvoller als Geld. Und in meiner Situation ist es damals gewesen. Wir haben jetzt viele Sachen für das Grundgerüst von einem Online-Shop zusammengerechnet. Das heißt, wir müssen kurz zusammenfassen: Shopify, Domain, Rechtstexte, Shopify Apps. Was habe ich noch hier aufgeschrieben? Ach, Placeit und Photoshop. Der Rest, es geht um Produkte. Ja, bei dem Rest geht es um Werbekosten und so weiter und so fort. Mentoringkosten, Lehrgeld. Manchmal zahlt man Lehrgeld. Das heißt, schlechte Designs und so weiter und so fort. Diese Punkte habe ich jetzt noch nicht mit reingenommen oder explizit behandelt. Wenn du ein explizites Video dazu haben willst, kannst du dich gerne nochmal die weiteren Videos anschauen. Ich werde jetzt unter dem Video markieren. Wenn du sagst, okay, die Kosten kann ich stemmen, ich habe Kapital zur Seite, dann kannst du gerne mein 2-Stunden-Online-Shop kreieren, Video anschauen. Da reden wir nochmal über denselben Spaß. Bloß einmal ausführlich, einmal im 2-Stunden-Tag. Und genau, schaust du gerne an. Sonst kannst du dich gerne auf marketconsultive.de mal gerne zum kostenlosen Strategiegespräch eintragen, sodass du und ein Member aus meinem Team zusammen meine Strategie ausarbeitet, was für einen Online-Shop du denn starten könntest. Bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.